Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von ETV. Heute teste ich den Burrati und ich würde sagen, let's go mit dem Video. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit Wassermelone an. Machen wir erstmal den Geruchstest. Riecht sehr fruchtig. Schmeckt sehr intensiv nach Wassermelone. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Zitrone. So Leute, und als nächstes haben wir hier Zitrone. Auch hier mache ich einmal den Geruchstest. Riecht auf jeden Fall auch sehr nach Zitrone. Und dann mal gucken, wie der so schmeckt, ne? Da fand ich Wassermelone besser. Zitrone ist sehr mild. Man schmeckt es kaum raus, aber man schmeckt so eine leichte Zitronennote. Als nächstes geht es dann weiter mit Granatapfel. Auch hier wieder den Geruchstest machen. Und natürlich den Geschmackstest wieder. Schmeckt sehr süß, aber ich kann keinen Granatapfel rausschmecken. So Leute, und zum guten Schluss nochmal Pfirsich. Auch hier erstmal den Geruchstest. Riecht auf jeden Fall schon mal nach Pfirsich. Mal gespannt auf den Geschmack. Schmeckt sehr, sehr leicht nach Pfirsich. Schmeckt aber sehr lecker. Ich fand alle Sorten sehr, sehr lecker. Auf jeden Fall, an dieser Stelle würde ich auch das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, euer Danny von ETV. Ciao.